Die Linke verurteilt jegliche Form von Rassismus und Antisemitismus im politischen Handeln. Seit ihrer Gründung stellt sich die Linke konsequent gegen Antisemitismus, Faschismus und Rechtspopulismus. Unsere Partei ist auf allen Ebenen sowohl in Deutschland als auch international dagegen aktiv. Und zwar habe ich gestern einen interessanten Ausschnitt aufgezeichnet aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es ging hier um einen linken Politiker. Und zwar musste der sich rechtfertigen für Parteikollegen, denn Folgendes war passiert. Eine Delegation der deutschen Partei Die Linke besuchte die prorussischen Terroristen in der Ostukraine und ließen sich filmen mit sehr extremen antisemitischen Leuten. Also, die Donetsker Volksrepublik, was da jetzt ausgerufen wurde, illegalerweise, das ist eine quasi eine ultrarechte Terrororganisation, und der Chef hier, Alexander Zakarschenko, der Typ sagte dann, die Ukraine wird von quasi lausigen Juden geleitet, meinte Zakarschenko. Und trotzdem wird er dann besucht von diesen linken Politikern und lassen sich fotografieren. Okay. Und dieser Typ hier bekommt, dieser Terrorführer da, der bekommt auch von anderen linken Politikern immer wieder Besuch oder von ultrarechten europäischen Politikern Besuch. Also bekam hier eine Figur, also ein Politiker aus der Linken bekam hier die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Gucken wir mal in den Clip hinein. Einen Bundesabgeordneten auf eigene Initiative eine humanitäre Aktion gestartet haben. Sie haben hier Geld gesammelt für drei Krankenhäuser im Kriegsgebiet. Sie haben einen kleinen Konvoi zusammengestellt und sind mit diesem Konvoi und Medikamenten ins Kriegsgebiet gefahren, um die Bevölkerung und die Krankenhäuser mit Medikamenten zu versorgen. Ich glaube, das ist eine vorbildliche humanitäre Aktivität, die nachahmenswert ist. Sie sagen vorbildlich, Ihre Abgeordneten haben das ja gemacht, ohne sich irgendwo mit einer Regierung oder offiziellen Stellen abzustimmen, und stellen sich da zu einem Familienfoto auf und werten diejenigen auf, die diese Notsituation, in der ja dann erst die Hilfe notwendig wird, herbeigeführt haben. Sieht so linke Friedenspolitik aus? Nein, linke Friedenspolitik sieht so aus, dass tatsächlich humanitäre Aktionen unterstützt werden. Meines Wissens haben die beiden Abgeordneten in Kiew angefragt, dort keine Unterstützung bekommen. Sie mussten mit den Separatisten verhandeln, weil sie durch Kriegsgebiet fahren mussten und die Transporte begleiten mussten. Dagegen ist, glaube ich, nichts zu sagen. Ob irgendwelche Fototermine glücklich sind, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist, glaube ich, nicht der Kern der Sache. Also ein ganz geschickter Politiker hier. Oh, das war eine Hilfe für die kranken Leute dort und es gab ja keine andere Möglichkeit und so. Also hier ist, meine Damen und Herren, das die Story auf Anton Chekhovtsovs Blog. Hier ist das Foto von den linken Politikern mit den, ja, den Terrorführern, den Kreml-unterstützten Terrorführern, die da Krieg machen in der Ukraine. Also die Ukraine, ein blockfreier, souveräner Staat. Trotzdem kommen da diese Moskau-gesponserten grünen Männchen und wollen hier Boden gut machen und Land gewinnen. Und diese linken Politiker von der deutschen Partei, die Linke, gehen dahin zu diesem Alexander Zakarschenko, diesem Antisemiten da, lassen sich fotografieren in ihrer humanitären Mission. Und hier heißt es in dem Blog, Wolfgang Gerke und André Hunko, also diese Politiker, sie reisen erstmal nach Moskau,
Also sie flogen erstmal nach Moskau, zu Moskaus großem Flughafen und dann in die russische Stadt Rostow. Und dann überquerten sie die russisch-ukrainische Grenze, die nicht mehr unter der Kontrolle von Kiew ist, also von der rechtmäßigen ukrainischen Regierung. Es ist also eine unrechtmäßige Grenzübertretung. Eigentlich sollte noch jemand mit, der hat dann einen Rückzieher gemacht. also man... Und außerdem... außerdem gab es solche Solidaritätsbesuche schon bei der Krim-Annexion, also bei der Krim-Eroberung durch Russland. Also da kamen dann linke Politiker, ultralinke und ultrarechte Gestalten zusammen. Beide links und rechts kommen dann auf die Krim und sagen, das ist alles rechtmäßig abgelaufen und das passt alles wunderbar. Überzeugen sich dann von der Rechtmäßigkeit der Wahlen, während überall russische Soldaten hier alles besetzt haben und so einen Gangster als Staatschef einsetzen. Hier sehen wir also interessante Zusammenarbeit von links und rechts. Außerdem heißt es hier in dem Blog, weder die OSZE noch das Rote Kreuz waren in der Lage zu überprüfen, was denn jetzt diese humanitäre Hilfe gewesen sein soll, die die linken Politiker dahin mitgenommen haben. Also wo wir gerade den Typen gesehen haben, im ZDF, wo er dann gesagt hat, wie wir halfen da, wir brachten da irgendwelche Hilfsgüter und so an die armen Leute, die vom Krieg gebeutelt sind. Wo ist ein Beleg, wo ist ein unabhängiger Beleg von dritter Seite, dass sie da tatsächlich irgendwas Tolles da mitgebracht haben und das auch an die Bevölkerung ging und nicht an die prorussischen Kämpfer? Sehr, sehr interessante rot-braune Melange.